Werden bezahlt fürs Nichtstun wahrscheinlich. Oder du sagst ihnen, wenn du dann was hingebracht hast, was du sogar persönlich vorbeigebracht hast, auch in einer Situation, die ich schon mal hatte, dann heißt es, ja nee, das haben wir nie erhalten. Aber ich sollte doch vor ein paar Wochen herkommen und ihnen das bringen. Ja nee, sie waren ja nicht da. Was? Bitte was? Ich war da? Was wollen sie von mir? Erstmal zwei Wochen keine Menschen mehr sehen. Höchstens beim Einkaufen. Und selbst das ist so viel beim Einkaufen. Ich weiß, warum ich Frühstück einkaufen schicke, weil ich ertrage keine Menschen. Sobald ich schon wieder so eine Turbo-Mami sehe, die ihren Einkaufswagen schräg im Gang stehen hat und einen anmault, wenn man ihn zur Seite schiebt, vorsichtig. Nee, aber nee. Kinder, die durch die Gänge rennen. Furchtbar. Oh, nee. Oh. Oh. Ja, gut, das ist, ja. Musste ich ja früher auch, als ich noch allein gewohnt habe. Ich hab's gehasst. Ich bin halt auch immer dann einkaufen gegangen, wenn meistens die Leute nicht da waren. Meistens, also ich hatte ja, oder versucht ja mal ein Abitur nachzuholen. Ich hab dann irgendwann gesagt, nee, Realschule reicht mir. Und dann habe ich halt das immer so gemacht, wenn ich eine Freistunde hatte. So, und später zur Schule musste. Da habe ich dann gesagt, gut, okay, ich gehe jetzt schnell einkaufen, weil morgens ist halt weniger los in der Woche. Zumindest halt bei mir auf dem Dorf so gewesen. Dann bin ich dann halt einkaufen gegangen. Statt dann halt gegen Abend, wenn man erst nach Hause kommt. Ich konnte keine Menschen sehen. Mir reicht das schon, wenn ich mit Öffis fahren muss und dann diese Leute da sehe und mir nur denke, Gott, bei dir sehe ich echt die Hirnrückwand. Nee, ich hasse Menschen. Ich bewundere alle, die es schaffen, in sozialen Berufen gute Laune zu behalten. Das könnte ich nicht. Nee. Ich glaube, da wäre ich schon dreimal explodiert. Also Menschen sind... Nee. Da sind mir Tiere tausendmal lieber. Vor allem, da wirst du... Bei einem Tier, du wirst nicht verurteilt. Ich bin nur ein Mensch für mich. Den gibt es aber wohl nicht. Oh. Ich würde jetzt sagen, es gibt für jeden einen, aber... Das ist... Ja. Es ist schwierig, heutzutage überhaupt noch jemanden zu finden. Bin ich ganz ehrlich. Wenn ich mir so die Menschen angucke, dann sind wir dann wieder bei dem Thema. Denkst du dir auch nur so, nein, lieber alleine. Weniger Probleme. Wobei wir ja auch sehr in einer Wegwerfgesellschaft leben, muss ich dazu sagen. Es wird ja heute nicht mehr repariert, es wird weggeworfen. Und das Schlimmste ist, für die Frauen ist ja immer der Mann schuld. Dass die Frau aber vielleicht auch mal so ihre Fehler hat, ja, wird selten eingesehen. Zumindest bei den Frauen, die ich kenne. Da sehe ich immer nur, nee, der hat das und das gemacht, der hat das und das gemacht. Du denkst so, hast du mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht auch was? Okay, dann nicht. Wirst du direkt angefahren. Dating-App ist alles fake. Real gehe ich nicht alleine raus, ja. Also Dating-Apps kannst du... Scheiße, kannst du vergessen. Wen willst du denn da finden? Allein wenn dann, allein bei den meisten Benutzernamen, SexyGirl21 zum Beispiel, sag ich jetzt einfach mal. Wo du dir denkst, hä? Warum? Dann wird deine Scheinwelt vorgeräuchert und am Ende siehst du dann, okay, nee, die Frau ist doch nicht so, oder der Mann. Oh, nee, das Dating ist. Habe ich mich auch nie angemeldet gehabt. Nie. Ich habe weiten Punkt rumgemacht. Wohne immer im Wasser der Welt. Ich habe nicht mehr Tinder-Vorschläge. Also ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist es halt komplett durch Zufall entstanden. Ich war halt damals mit einem Kumpel oder einem ehemaligen Kumpel von
Frisches halt feiern. Und da kann ich Frisches halt noch nicht, halt von Bildern irgendwie mal, ja. Und es kam halt nur der Satz, ja, der Kumpel, der immer so geile Hauspartys macht, das schreibt mir irgendwie nicht. Würdest du ihm mal schreiben? Wo ich gesagt habe, Alter, spinnst du, Vogel? Ich kenne den Kerl nicht, warum soll ich dem schreiben? Und der ist mir dann aber den Abend damit auf den Sack gegangen. Und dann habe ich ihm halt irgendwann geschrieben. Und ja, dann sind Frisches und ich ins Gespräch gekommen, durchs Schreiben und ja. Und anfangs war Frisches halt so richtig pissig, so, Alter, was willst du von mir, du blöde Kuh? So nach dem Motto, was ich auch verstehen konnte, weil wenn ein Wildfremder jemandem schreibt, so, hey, warum machst du bei mir eine Hausparty? Der Typ neben mir nervt. Der kennt dich wohl. Ja. Ja. Aber Dating-Apps, boah, oh. Nee. Aber da schwören ja so viele drauf. Allein schon die Werbung, ich parschippe jetzt. Toll für dich. Hm. Oh. Nee. Aber ja, wie will man heutzutage noch jemanden finden? Ist ja nur noch alles online. Sonst hast du ja hier nicht mehr großartig irgendwas. Die Hälfte der Gesellschaft lebt ja nur noch online. Traurigerweise. Nicht immer so, die einen wollen und will nicht. Die ich will, wollen mich nicht. Das Ding hatte ich halt früher auch. Bei mir war es halt so, alle, die ich wollte, wollten meine beste Freundin. Das Umgekehrte gab es nicht. Glaube ich zumindest, also nicht, dass ich es jetzt wüsste. Es kann sein, dass es vielleicht Ausnahmen gegeben hat, aber die, die ich wollte, standen immer alle auf meine beste Freundin und ja. Meine beste Freundin dachte sich halt auch noch so, ja, ich bin die Schönste, die Tollste, die Beste und deswegen sind wir keine Freunde mehr. Weil sie mir mit manchen Sachen dann doch so ein bisschen, wo ich nur dachte, nein, sorry, das unterstütze ich nicht. Damit will ich nichts zu tun haben. Geh weg. Das war mir dann doch ein bisschen too much. Es wäre du über der Gegenteiligkeit nicht deine Freundin. No. Danke. Ja, es ist. Aber es ist halt echt schwierig, heutzutage jemanden zu finden. Es ist halt echt schwierig. Und wenn, hast du halt zu 99% die Leute, die halt wirklich alles faken. Oder wo sie sich hinterher herausstellt, es passt halt einfach nicht. Es passt einfach nicht. Und dann gibt es auch wieder die Fraktionen, wie schon gesagt, die dann sagen, ja, nee, da ist was schiefgelaufen, nee, wir streiten uns, oder ein, zwei haben wir vielleicht gestritten und dann, nee, beziehungsweise scheiße, ist alles doof. Und werfen dann halt einfach alles hin, wo du dir nur denkst, aber warum? Redet doch einfach mal drüber, einfach mal den Mund aufmachen. Was soll schon passieren? Schön, dich zu sehen. Aber, ja. Das macht dann halt auch keiner mehr. Ist traurig, aber ist halt leider so. Wollte sich auch nicht richtig vorher kennenlernen. Eben. Das ist dann auch noch der springende Punkt. Die meisten gehen dann jetzt wirklich so direkt am ersten Gefühl und dann... Also wenn ich bedenke... Wie lange Frisches... Also gut, wir haben jetzt auch nicht so lange gebraucht, aber... Es waren, ich glaube, fünf Monate, bis wir zusammengekommen sind. Und bei uns hat es halt wirklich... Also, es war ein Glückstreffer. Wir haben halt beide einen Dachschaden. Wie man es vielleicht manchmal gemerkt hat, also... Ja... Wir reden halt auch über Probleme. Wie oft ich schon hatte, wenn ich mit Leuten geredet habe. Und dann hieß es nur, ja, warum trennt ihr euch nicht? Wo ich dann gesagt habe, warte mal, warum? Ja, wenn ihr euch doch neulich in den Haaren hattet. Ich so, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung, eine kleine Meinungsverschiedenheit. Man kann doch nur, wenn man ein Paar ist, nicht immer einer Meinung sein.
Ja, warum trennt ihr euch da nicht? Warum? Nur weil er Nudeln und ich Pizza bevorzugt habe. Also jetzt als Beispiel, ich weiß nicht mehr, was damals da gewesen ist, aber ich dachte dann halt so, warum? Das gibt doch gar keinen Sinn. Nee. Ja. Dann gibt es auch noch die Fraktion, die dann fremd geht. Und dann, ich liebe dich, aber es war ein Ausrutscher. Eine meiner Lieblingsfraktionen. Oh. Das sind, wie gesagt, Menschen. Ich mache einen großen Bogen um Menschen. So die Inferno wie jetzt, das ist super. Wie, es gibt auch ganz, ganz selten. Muss man auch sagen. Es gibt ja auch Ausnahmen. Aber sie werden halt gefühlt immer weniger. Die Leute, die halt wirklich in Ordnung sind. Das hinten gefällt mir nicht. Das mache ich einmal weg. So. Alles klar, Ryder. Dann gleich. Ich pflanze in der Zeit Zwiebeln. Rubeln. Interessanter wird's gerade nicht. Na gut, die Wege muss ich noch hier reinpacken. Den Mittelstreifen. Ja, weil ich das Ding da nicht wegmachen kann. Also da sind ja auch noch Wege. Upsala. Ja, die hätte ich jetzt übersehen. So, jetzt sieht's besser aus. Ich glaube, hier wird da sogar noch ein bisschen Platz frei. Also solche kleinen Gebiete möchte ich jetzt auf jeden Fall hier immer mal wieder reinbauen. Also ich habe vergessen, die Heizung anzumachen. Hoho, kein Wunder, dass es mal kalt ist. Und das kriegen wir sogar komplett hier rein. Sehr schön. Also nicht ganz komplett, aber... Und bitte fällt voll. Und jetzt kommt der Raps. Und kann ich gleich weiter dekorieren. Ich lasse dann am besten da in der Ecke am Wasser.
lasse ich ein bisschen Platz für die ganzen Bäume. Hier ums Feld herum hätte ich gern ein bisschen mehr Licht. Ich hoffe, sie erhöhen irgendwann die Anzahl der Objekte, die man hier rein platzieren kann. Weil wenn ich überall ein Feld mache, kann das schwierig werden. Oder manche Gebiete bleiben halt, wie sie sind. Jo, hier ist alles gießen, weil es so schön ist. Ich muss gleich noch gucken, ob ich noch mehr Heuballen herstellen kann. Sonst muss ich nämlich erstmal da im Garten noch für weitermachen. Erstmal was anpflanzen. Der Wiese da hinten, in unserem ersten Garten. Aber Nachtdorn habe ich jetzt leider nicht weiter gesehen. Ich hoffe, dass ich noch zwei Stück irgendwo in irgendeiner Ecke finde. Ich glaube es nicht. So. Dann pflücke ich hier einmal kurz. Brauchen nämlich Nahrung. Ich habe nur leider kein gekochtes Essen mehr. Und jetzt erstmal wieder Stein abbauen. Jetzt kommt wieder Event machen. Sind ja nur noch 28 Tage. Und ich will dann noch mehr als genug von den blauen Steinchen fürs nächste Event kriegen. Ich brauche dann mindestens 3000. Damit ich dann beim nächsten Event wieder den Premium Pass freischalten kann. Also Hauptaugenmerk ist halt wirklich gerade Event. Die Nebenquests müssen da leider erstmal nebenan stehen. Machen wir aber heute auch noch weiter. Sag mal gucken, wie lange wir insgesamt machen. 12 ist es. Auch leider nur der kleine. Ich guck mal, wann kommt denn mein Paket? Haben sie mittlerweile eine ordentliche Zeit hingeschrieben oder... Ah ja, jetzt ist es zumindest mittlerweile Zustellung, aber auch erst bis 22 Uhr. So, ich habe zumindest eine Lieferanweisung hingepackt, falls sie mal wieder nicht klingeln sollten. Falls sie nicht klingeln sollten, gibt es eine Lieferanweisung. Sicherer geht's dann halt nicht mehr. Das andere Paket soll wohl zwischen 13 und 14 Uhr kommen. Mal schauen.
Ich nehme jetzt mal kurz die Nahrungsmittel mit rein. Die Steine nehme ich mit rein. Sortiere das kurz im Haus. Die Bananen sind sie immer noch voll. Zitronen habe ich gerade keine. Hier ist Banane. Hier gibt es Bärchen. Da war sowas halt auch nicht drin. War das drin? Da sind die fischigen Sachen drin. Die waren hier eigentlich auch mit drin. Hier mit dem Kopf runter sind hier mit bei. Alles voll hier, ey. Ja, wir haben auf jeden Fall mehr als genug Steinchen. Da sind solche Materialien. Die Blümchen. Das leere Fässchen. Nee, hier hin. Da kommt einmal der. Also der andere hätte da auch mit reingekonnt. Das hier. So. Dann einmal wieder runter. Ich habe einfach zu viel Schrott. Packe ich alles hier rein. Ich
habe zu viel Schrott. So, aber Gothe könnten wir heute tatsächlich beenden, weil dann hat sie ist ihr Soll nämlich auch erfüllt. Dann haben wir sie nämlich auch durch. Sechs Mineralien. Sammlung. Wie sieht es denn bei den Charakteren gerade aus? Diamant, Vanilleeis, weißes Springkraut. Griechische Pizza. Stachelbeere. Lila Bartfaden. Vanilleeis kriegen wir. Griechische Pizza, weiß ich nicht, wie ich die. Weißes Springkraut, lila Bartfaden. Stachelbeere kann ich so holen. Weißes Springkraut, lila Bartfaden. Das hier nicht lila Bartfaden? Lila Bartfaden. Weißes Springkraut. Das ist das, was ich da gerade eben erst reingepackt hatte. Okay. Vanilleeis, griechische Pizza. Glänzender Diamant. Stachelbeere kann ich so fangen. Glänzender Diamant. Mal gucken, ob ich den habe. Den glänzenden Diamanten. Ne, ich habe nur normalen Diamanten. Ich habe leider keinen glänzenden Diamanten. Okay. Achso. Bei die beiden brauche ich ja auch auf 10. Oh. Mal gucken. Ja, endlich. Der ist der Große. Bediene Kunden in Chez Remy. Krieg ich hin. Sehen. Kann ich hier weitermachen? Aber ich brauche jetzt noch die beiden. Also 80 Punkte brauche ich noch. So. Vanilleeis. Griechische Pizza habe ich, glaube ich, nicht. Habt ihr Champignon? Ich hab normal, ich hab Margarita. Okay, das heißt, ich brauche auf jeden Fall Käse, Weizen, Tomate. Käse, Weizen, Tomaten. Tomate, Weizen und Käse. Griechisch. Rein theoretisch griechisch hat doch viel Knoblauch. Okay, nee, ist Margarita. Griechische Pizza. Griechische. Mal schauen. Ah, okay. Fast richtig. Jetzt ist eine griechische Pizza.
Jetzt ist ja Unwetter hier. Vanilla-Eis. Klingt hier heute auch nicht auf, Dingens. Heißes Springkraut. Wenn ich jetzt die Pizza Margherita... Okay. Manchmal habe ich ja mit irgendeinem Schrott, was ich hier gebe, Glück. Okay, da passiert gar nichts. Da auch nicht. Okay. Also, wenn ich einen glänzenden Diamanten finde, könnte ich es vielleicht doch schaffen, dass ich sie auf 10 kriege. So, Ursula, wo turnst du rum? Ursula? Ursula ist gar nicht da. Tatsache. Das ist mehr als schlecht. Das hier nehme ich mal wieder mit. Auberginenrolle, Gemüsepastete. Auberginenrolle und Gemüsepastete. Auberginenrolle. Gemüsepastete. Na, wie geht's? Ganz gut. Hier, ich habe deine Bestellung. Hallöchen. Deine Bestellung. Gerne. Ja, okay. Sehr schön. Hallo, Luna. Na, alles gut bei dir? So, Sammlung. 107 Gerichte. Sets für Möbel. 200 von 997. Ich glaube, ich habe ein Problem. Bin seit 2 Minuten wach. Keine Ahnung, wie es wirklich... Ja, kenne ich. Ist hier noch irgendwo ein Nachtdorn?
Dann wäre ja gut. Ich glaube, es war wie gesagt nicht. Ist das ein glänzender? Nee. Schade. Also, ich bin tatsächlich, Luna, seit 7.30 Uhr, 8 Uhr rum wach. Also viel geschlafen habe ich nicht. Das zählt nicht zu Mineralien, ne? Nee. Wieso? Wieso denn verrückt? Seit halb fünf Wochen voll produktiv. Hallo, Dufte. Echt? Was machst du denn? Was machst du denn, dass du so produktiv bist? Gothic Wheel Window. Voll schick. Oh mein Gott. I love it. Schade, ich habe leider keine Nachtdorn mehr. Nirgends. Ist Ursula mittlerweile da? Ja, oh mein Gott. Sie ist da!